Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Tratin und wir sind heute hier bei einem kleinen Unboxing. Und wenn ich das hier gerade so sehe, ihr seht das gerade alles verpixelt. Denn da war gerade mein Name. Dumm gelaufen, aber naja, macht ja nichts. Wir packen einfach mal mein kleines Paketchen aus, was ich bekommen habe. Und falls ihr die den Titel noch nicht gelesen habt, dann werdet ihr gleich sehen, was es ist. Wow, hab ich ja lange gebraucht. So, einfach mal auf. Und zwar, mal gucken, okay, da ist die Rechnung. Hier ist einfach ganz normal das Rechnungsschreiben, muss man nicht sehen. Und zwar, so, ein Zippo, ja. Ich bin absoluter Nichtraucher, ich möchte auch niemals anfangen zu rauchen. Und ja, eigentlich keiner in meinem Umfeld raucht, aber ich dachte mir so, es gibt richtig geile Tricks, die man machen kann mit Zippos. Und ja, habe ich mir einfach mal so ein Set bestellt. Hier ist das Zippo, so. Hier ist erstmal der Anzünder. Standardzeug halt, was hier drauf ist. 125 Milliliter. So. Eine kleine Gebrauchsanweisung oder so. Ja, hier in allen möglichen Sprachen. Nichts Besonderes. Einfach wieder weg. So. Und hier haben wir einmal ein paar Anzünder. Also das sind so eine kleinen Feuersteine. Ich kann immer näher ran, wenn der Fokus dann stimmt. Da. Das sind die halt die kleinen Steine. Und ja, die dreht man dann hier halt an diesem Rad raus. Und ja. Dann kommen wir mal zum Zippo selbst. Yeah. Ich habe mir extra ein nicht bearbeitetes geholt, damit ich auf alle Sachen da, damit ich hier auch ein paar Tricks machen kann. Ich habe mir das ja nur gekauft, damit ich Tricks machen kann. Und ja, damit halt nichts, so eine Gravur oder so stört, wenn ich ein paar Dreher und so mache. Ich weiß noch nicht, was man da genau machen kann. Aber ich versuche das mal zu lernen und eventuell kann ich ja mal ein paar Tricks zeigen. Ja, das ist ein Standard-Zippo. Hier hinten raus, dann kann man das hier hinten auffüllen. Und ja, die Verpackung hier, das ist Chrome Brush, also ist gechromt und dann so angebrushed so. Und ja, das Ganze habe ich mir bei Amazon gekauft. Der Link ist auch in der Videobeschreibung, also falls ihr es mal haben wollt, könnt ihr einfach so gucken und ja, bestellen. Es war nicht teuer, gerade mal 20 Euro mit Versand. Und ja, das war es eigentlich so von mir. Falls ihr irgendwelche Fragen habt oder so, dann versuche ich sie zu beantworten in den Kommentaren. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal, euer Tri-Team. Ja, ich muss noch mal ganz kurz. Wie ihr gesehen habt, habe ich kein Feuer damit gemacht, weil das dann noch leer war. Ich habe das gerade eben aufgefüllt. Hier seht ihr auch noch alles hier so rumliegen, wie es halt gerade war. Ich habe es gerade aufgefüllt und so. Damit ich einmal beweisen kann, dass halt damit Feuer gemacht werden kann, sehr schön. Gerade ein bisschen voll gemacht. Es ist noch nicht ganz voll, ich kann es noch mehr voll machen. Aber ja, das ist es eigentlich soweit. Ich muss bloß aufpassen, dass es nicht zu heiß wird. Deswegen mache ich das einfach mal zu. Ups. So. Ich muss halt noch ein bisschen lernen. Also ich habe das jetzt das erste Mal in der Hand. Ich habe vorher noch nie ein Zippo benutzt. Und ja. Kann man einfach ein Feuer machen. Und dann bleibt das einfach halt so. Hui. Oh, jetzt mal ausmachen wieder. So. Nicht mal wenn man pustet, geht es aus bei mir. Bestimmt, weil ich zu schwach bin. Aber sonst, naja, ein ganz cooles Teil. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Euer Tri-Team.